Katrin. Sebastian. Wo bist du? Hier hinter dir. Am Rapsacker. Am Rapsacker? Du bist mal wieder am Rapsacker. Da blüht noch was. Immer wenn ich mit dir unterwegs bin, geht's um Raps. Das wäre ja schlimm. Aber hier blüht er noch. Ja. Aber so richtig, ha? Gott ja. sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Aber Boden ist auch matschig. Was sagt uns das? Es hat geregnet natürlich mal wieder. Wir sind auch ordentlich nass geworden. Ja. Im Moment ist es trocken. Wir haben nicht schon Schwarmkontrolle gemacht und am Rechten geschaut, gell? Ja. Katrin hat also auch schon Eis gegessen. Du hast auch Eis gegessen. Tu nicht so, als wäre ich nur Eis essen gewesen und du hättest nur gearbeitet. Naja, nass geworden sind wir auf jeden Fall alle. Außerdem musste auch der Nachwuchs beschäftigt werden. Ja. Und du bist nun mal richtig schnell an den Bienen. Wenn ich das hätte machen müssen, wären wir jetzt noch nicht fertig. Ja, wären wir schon wieder trocken. Naja, auf jeden Fall, ihr seht es ja im Hintergrund, ne, der Raps, der blüht wirklich noch. Der ist auch, ja, ist noch nicht ganz Vollblüte, würde ich sagen. Hat ja noch schon einige, ganz viel oder relativ viele geschlossene Knospen. Und ja, bei den Bienen sieht es auch tipptopp aus, gell, Katrin? Tippitopp. Und meine Füße sind nass. Willst du mal für unsere Füße filmen? Der Boden ist richtig, richtig matschig. Du willst nur mit deinen Schuhen angeben. Mit meinen Schuhen können wir nicht mehr angeben. Die waren mal neu. Die sind heute so richtig dunkel geworden. Ja, ja, nee. Also den Bienen geht es echt hier ganz gut. Ne? Auch wenn es jetzt zwischendurch mal regnet und auch morgen noch mal einen Regentag geben soll. Aber wie die Katrin schon gesagt hat, wenn der Raps nasse Füße hat, kommt mehr Honig raus. So glauben wir das zumindest. Ne? Naja, wir haben schon mal erlebt, dass der Raps wunderschön geblüht hat, aber nicht wirklich geregnet hat und dass dann der Raps eigentlich kaum Honig gegeben hat. Aber wir wollen jetzt nicht so viel jammern. Nein, das sieht ja echt ganz gut aus, ne? Ja, das sieht super aus und ich bin richtig, richtig froh um die Standorte auf der Alp. Ja, und den Bienen geht es jetzt, wie gesagt, auch wirklich gut. Also Schwarmstimmung gibt schon. So, was sind denn das hier, 27 Völker? Ne, muss ja doch zweiteilbar sein, da sind es wahrscheinlich 28. Ja, zwei, drei, wo Schwarmzellen haben und alles andere, also ganz passabel. Ne? Also die Zunahmen auch völlig in Ordnung. Also da wollen wir uns jetzt wirklich nicht beklagen, die haben sich echt super entwickelt. Wir haben eigentlich jetzt, ich habe vorher telefoniert, wegen der Edelkastanie. Ne? Wir kommen jetzt langsam so ein bisschen in so ein Luxusproblem dieses Jahr. Alles auf einmal. Wo man sich schon wieder jammern könnte, nämlich, dass alles auf einmal geht. Ja? Also wir haben einen frühen Raps auf der Alp, der vielleicht noch so eine Woche einen Teil blüht. Also was haben wir denn jetzt überhaupt? Anfang Juni. 6. Juni, 5. Juni, was haben wir denn? 5. Juni. Also und dann sind wir mit eineinhalb Wochen, da sind wir ja eigentlich schon in der Edelkastanie. Da muss der Honig da aber noch raus. Und die müssen da noch hingefahren werden. Und dann haben wir auch den Wald. Ne? Vom Wald sagt man ja auch, ein kalter Mai wäre gut für den Waldhonig. Dann muss es dieses Jahr mega Waldhonig geben. Ja, das sagt man aber ja auch. Aber wäre auch nicht schlecht. Ja, das ist ja, der Holunder ist ja immer so ein Fingerzeig. Oder zumindest da merke ich es mir immer, wenn der Holunder blüht, fängt der Wald an zu honigen. Das ist eigentlich auch jetzt. Also wir haben einfach zu wenig Bienenvölker, Katrin, gell? Muss man so sagen. Momentan sind keine Bienenvölker frei, aber... Ich meine, da wir ja unseren Honig direkt vermarkten, wir brauchen ja verschiedene Honigsorten. Wir können ja jetzt nicht alles nur auf eins setzen. Du bist nicht im Bild. Das macht nichts. Ich musste hier gerade gucken. Ach so. Ich kann euch ja mal umdrehen. Das sind Bienen. Das ist das, was die Katrin gerade sieht. Das sind Bienen. Ja, ich gucke halt, wie die fliegen, weil es hat ja jetzt gerade noch mal kurz geregnet. Aber zack, sind sie wieder draußen. Schon. Ja, und das ist eigentlich immer ein schönes Zeichen, wenn die nicht richtig fliegen und du schaust rein und du siehst hier unten alles durchhängen an Bienen,
Und das kann ich, seht ihr jetzt nicht, aber das weiß ich. Der ganze Honigraum ist auch voller Bienen. Dann ist das eigentlich echt ein cooles Zeichen. Der Katrin. Ja. Also, wir nehmen euch mal kurz noch direkt in den Volk mit. Allerdings, wir haben weder Rauch dabei, außerdem hat es geregnet, deswegen nur ein ganz kurzer Blick ins Volk. Schön, aber man sieht, die Stimmung ist irgendwie. Hier sieht man es auch, das Mikro, das mögen die irgendwie gar nicht, diese Strahlungen. Ne? Man sieht ja voll, wie die da drauf reagieren. Film mal den grünen Kasten da, den können wir mal zeigen. Ja, super, Katrin. Hier ist ein grüner Kasten. Ja, da ist einer von unseren allerersten Honigräumen dabei. Die haben wir damals nämlich noch gestrichen. War das diese Sonnenblumenöl, super mega teure Biofarbe, gell? Da haben wir uns noch richtig Mühe gegeben mit allem. Ja, also nein, wir geben uns immer noch richtig Mühe mit allem, aber wir streichen keine Kästen mehr. Ja, ist ja auch ein Preisunterschied. Ich glaube, der untere Kasten, boah, weiß ich nicht mehr, was haben denn die gekostet? 15 Euro, sowas, ne? Der obere Kasten 3,50. Ich weiß nicht mehr, wie viel sie gekostet haben, aber ich weiß noch, wo wir sie her hatten und wie wir sie geholt hatten und wie stolz wir dann waren und wie aufregend das alles war. Ja. Aber da gibt's, und wie wir sie gestrichen haben. Aber der sieht auch wirklich gut aus, ja, ich weil auch. Der war wahrscheinlich noch nicht so viel im Einsatz, weil von unseren ersten Kästen gibt es auch einige, die deutlich anders aussehen. Aber wir haben ja nicht viele, die tauchen ja immer nur ganz vereinzelt auf. Ne? Ja, aber es fällt dann immer wieder auf. Das ist wohl wahr. Die dunkelgrünen Kisten. Ja. Ja. Guck mal, hier steht ein Kasten falsch rum. Also, falsch rum jetzt, weil einfach die Markierung auf die falsche Seite ist. Auf der falschen Seite ist, ja. Auf die andere Seite. Normal, also wir haben ja hier vom Wald oder vom Forst diese Nummerntafeln, weil für Bio muss ja jedes Bienenvolk eine Nummer haben und das mache ich einfach so oder machen wir so. Ja. Machst du so. Mache ich so. Das ist ganz einfach, die haut man da einfach rein mit dem Hammer und dann heben die in der Regel auch. Gibt es verschiedene, gibt es für Langholz und gibt es für Mitterphase und Quirterphase. Und da muss man halt irgendwie, ja, man braucht ja die Quirterphase, sonst heben die nicht in den Bienenkästen. Ja, das sind die Kleinigkeiten, wo das Leben leichter machen, gell? Das sind die Kleinigkeiten. Ja, aber auch wieder ein ganz schöner Standort, ne? Viele Grillen und hier auch. Da muss ich mal wieder rumschwenken, noch viel Wald. Also vielleicht wollen die Bienen hier auch nach dem Raps bleiben. Das werden wir dann... Wir werden sie fragen. Ja, das werden wir mit ihnen ausdiskutieren. Komischerweise ist es ja auch immer so, also das ist jetzt schon, passiert uns öfters, gell, dass das Bienenvolk, wo auf der Waage steht, eigentlich fast immer das Schwächste ist. Aber so sind es wenigstens schöne Überraschungen. Ja, aber es ist manchmal auch, wenn du dann zu wenig Honigräume dabei hast, sind manchmal auch Überraschungen, die ein bisschen stressen. Ja, aber andersrum wäre es blöder. Ja. Ja, man sieht halt immer, es ist eine Aufnahme. Ne? Eigentlich sollte man schon so zwei, drei Wagen in der Gruppe haben. Das wäre echt interessant, aber da arbeiten wir ja dran mit unserem Eigenbau. Wir haben zwar viele Wagen, aber... Wir haben zu wenig Völker, wir haben zu wenig Wagen. Zu wenig Platz. Das mit dem Honig, das regelt sich ja gerade. Da ist noch ein grüner Honigraum. Ah ja. Ja. Der gleiche. Aber die Grillen sind schon schön, gell? Das hört man gar nicht mehr. Ja. Gar nicht mehr immer. Also nicht mehr so viel, aber hier sind viele Grillen. Vorher am Froschteich, da haben wir so laut die Frösche quaken gehört. Wenn man die jetzt hier anschaut, es sind immer zwei Honigräume stark, außer der eine, dem ist leider die Königin abhanden gekommen. Aber wie gesagt, es sind alle zwei Honigräume stark, also rein optisch jetzt auch. Und innen sieht es auch so aus, relativ ausgeglichen. Und man muss sagen, da macht es Imkern halt Spaß. Ne? Dann
wenn du eine homogene Volksstärke hast, bis auf das Waagvolk sind auch alle vom Honigeintrag ungefähr gleich. Das Waagvolk ist dann ein bisschen aus der Reihe. Wie gesagt, und gut, das eine Bienenvolk, das habe ich schon, war auch mein Fehler dann, das habe ich auch schon hierher gefahren, wohl ohne Königin. Und gut, da machst du jetzt dann auch nicht mehr viel, das gibt es halt mal kein Honig. Und vielleicht kann man da im Wald oder später im Jahr noch ein bisschen Honig davon ernten. Oder man kann es als Ersatz nehmen. Bist du eigentlich im Bild da drin? Bestimmt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also deshalb regen wir uns jetzt nicht auf, gell, wegen der einfehlenden Königin. Also wir hatten jetzt hier einen kleinen Disput. Aber die Katrin ist schon meiner Meinung. Ja. Also wir sind uns einig. Wir fragen auf jeden Fall den, so sind wir das gewohnt, der den Raps anbaut. Selbstverständlich. Und natürlich, wenn dem, der den Raps anbaut, das Stück nicht gehört, wo wir die Bienen hinstellen, dann fragen wir natürlich auch den. So. Aber bisher... Aber auf jeden Fall, also wenn es zwei verschiedene sind, dann beide. Ja, jo. Aber bisher ist das für uns halt immer der gleiche eigentlich. Katrin, ich hebe das Mikro. Das ist aber nett, Sebastian. Vielen Dank. Uns würde nämlich noch interessieren, wie macht ihr das denn, wenn ihr spezielle Standorte anwandert? Wen fragt ihr? Fragt ihr den Landwirt zum Beispiel, der den Raps anbaut? Fragt ihr den Landwirt, dem genau das Stückle gehört, auf das ihr eure Bienen draufstellt? Wen fragt ihr da? Oder? Niemand. Gibt's auch. Niemand. Ja, wie oft, also es ja, war ja, schon ja, ein paar ja, Mal, du, dass, ja, du, du hast recht, dass, ja. dass keiner wusste, wie die Bienen da hinkommen und wem die gehören. Das ja, schön ist, wenn man da nachts ankommt und da stehen Bienenvölker und keiner weiß von was. Ja, ja weil das muss man auch sagen, das ist jetzt ja für mich nicht unheimlich wichtig, da auf Pressung an dem Raps dran zu stehen, sondern ich stehe lieber ein paar Meter weg, dafür windgeschützt oder regengeschützt in der Hecke, wie da jetzt... Das sieht man ja auch, wenn man über die Landschaften fährt. Leute, wo das so zwischen grüner so Weg, grüner Weg so. Direkt in den Raps reinstellen. Und das macht ja auch keinen Spaß, da zu arbeiten. Ne? Da so gequetscht, die Vögel, das Flugloch ist irgendwo dann unten im Raps drinnen. Wenn der wächst, du siehst nicht, wie die Reiner oder tust dich viel schwerer bei der Fluglochbeobachtung. Wenn du die abwanderst, das Flugloch zumachen willst, krabbelst da irgendwo in dem Raps drinnen rum. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum das manche machen. Weil ich muss auch sagen, ich habe da jetzt auch nicht große Unterschiede entdeckt, ob der Raps jetzt 80 Meter weg ist oder ob er 8 Zentimeter weg ist. Ja. Ich meine, man sieht es ja sowieso ganz cool, wenn man Bienenvölker relativ nah am Raps hat, wie da, wo wir jetzt die anderen BKFs gemacht haben, das wisst ihr ja auch, da standen die Bienenvölker, dann war ein Zaun und dann kam der Raps und da hat man schon auch ganz klar gesehen, weiß nicht, Katrin, aber dass da, wo die Bienen standen, der Raps als erstes verblüht war. Also dass der schon intensiver direkt an diesem Eck wahrscheinlich beflogen wird. Ja. Ne? Das war da eigentlich ganz offensichtlich. Ja. Gut. Das kann man jetzt hier nicht so gut sehen. Aber ich finde, das ist ein richtig schöner Platz. Ja, kannst du ein Wohnmobil herstellen? Ja, wenn wir ein Wohnmobil hätten. Ja. Naja. Aber man muss sich ja immer noch steigern können, gell? Ja. So Urlaub auf dem Campingplatz, Dauercamper. Du bist nicht dabei. Also Dauercampen jetzt nicht. Naja, aber jetzt wollen wir die Leute nicht, oder? Mit allzu viel Privatem. Überstrapazieren jetzt, würde ich sagen. Jetzt reicht's mal. Und dann machst du mal wieder schön, so ein... Ja, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis zum Schluss auch dabei geblieben seid. Trotz unserer... Ich mach besser den Schluss. Also schön, dass ihr... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es einfach in die Kommentare. Daumen nach oben, Abo. Abo wäre super. Genau. Ich bin gar nicht im Bild. Du bist gar nicht im Bild. Kuckuck. Ja, das ist, weil du so klein bist. Ich bin überhaupt nicht klein. Naja, also macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.